Herzlich willkommen zum heutigen Video. Im heutigen Video werden wir das Thema unspezifische Schulterschmerzen besprechen. Das bedeutet, es sind Schulterschmerzen, die auf einmal auftauchen und man nicht wirklich weiß, woher die kommen. Also es ist nicht nach einem Sturz, nicht nach einem Unfall, sondern einfach, du stehst morgens auf und denkst so, oh, meine Schulter tut irgendwie weh. Und in diesem Video werde ich dir erzählen, was du dagegen tun kannst. Viel Spaß dabei! Eine kurze Übersicht zum heutigen Thema. Im ersten Punkt gehen wir darauf ein, wie du durch Triggerpunkte, die du selber drückst, betätigst, deine Schmerzen lindern kannst. Im zweiten Punkt gehen wir darauf ein, wie du durch spezielle Kräftigungsübungen deine Schmerzen lindern kannst. Und im dritten Punkt gehen wir darauf ein, wie du durch richtige Dehnübungen deine Schmerzen lindern kannst. Beim ersten Punkt, wie gerade angesprochen, werden wir selber aktiv durch einen manuellen Druck. Ich zeige dir genau, wo du hindrücken solltest. Erstmal müssen wir unser Schultergelenk so ein bisschen palpieren, also ein bisschen abtasten. Es geht ganz einfach. Du gehst mit deinen Fingerkuppen mal über deine Schulter drüber, merkst dann hier in dem Bereich die Muskulatur. Das ist der Delta-Muskel, der Kapuzenmuskel. Gehst dann hoch und dann merkst du so eine oder spürst eine knöcherne Struktur. Vorne haben wir das Schlüsselbein und hinten haben wir die Spina Scapulae, das ist ein Teil des Schulterblatts. Und wenn sich jetzt diese beiden Punkte treffen, kommen wir zum Schulterdach. Und beim Schulterdach gibt es dann so eine gewisse Stufe, die dann irgendwann mal kommt. Wir gehen hier immer weiter nach außen, nach außen, nach außen. Und dann, sobald die Stufe dann auftaucht, merken wir, es wird so ein bisschen weicher. Also hier haben wir dann schon die Muskulatur, zum einen den Supraspinatus, den Delta. Und an dem Ansatzpunkt von dem Supraspinatus bilden sich oft Entzündungen. Kann mal sein, dass du nachts ungünstig auf der Schulter liegst, Überkopfarbeiten geleistet hast, irgendwie was gestrichen hast oder so und der Punkt dann so ein bisschen entzündet. Mit dem manuellen Druck, den ich dir jetzt zeige, können wir die Schmerzen in dem Bereich lindern. Dazu ist wichtig, du nimmst den Arm, wir gehen jetzt davon aus, dass die rechte Schulter betroffen ist, nach hinten. So rotiert das Schultergelenk ein bisschen nach außen und wir erwischen dann hier, wo die Stufe ist, genau den Muskelansatzpunkt von dem Supraspinatus. Du doppelst mal deine Finger, sodass du ein bisschen mehr Kraft ausüben kannst. Gehst dann hier drauf und findest womöglich auch einen Schmerzpunkt, wo es ein bisschen unangenehm ist. Und in dem Bereich machst du eine Querfriktion. Du fährst rechts und links über die Sehne, den Muskel, Inserationspunkt, Ansatzpunkt heißt es, und machst das Ganze mal 1, 2, 3, 4 Minuten, ein bisschen länger, sollte vom Schmerz, es kann ein bisschen mehr werden, sollte jetzt aber nicht extrem wehtun und bearbeitest den Punkt eine Weile. Und mit dieser Technik kannst du die ersten unspezifischen Schulterschmerzen womöglich schon lindern. So, wenn der erste Schritt, der erste Punkt schon geholfen hat, super. Kann ein bisschen dauern, bis es dann auch hilft oder es kann auch sehr schnell helfen. Ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt und zwar der Muskulatur. Das Problem ist auch häufig bei Schulterproblemen, dass es eine Dysbalance von Muskeln gibt. Also von der Muskelkraft, von der Ausprägung. Unser Schultergelenk ist hauptsächlich muskulär und bandhaft gesichert. Deshalb ist es sehr anfällig für Schmerzen, für Verletzungen und so weiter. Deshalb sollte die Rotatorenmanschette, die Muskulatur der Schulter auch wirklich regelmäßig gekräftigt werden. Und da gibt es eine sehr wichtige Übung, die Außenrotation. Dadurch, dass wir im Alltag eher in einer gebeugten Haltung sind, kommt das Problem auf, dass die Innenrotatoren meistens stärker sind als die Außenrotatoren oder zu stark sind und auch verkürzt sind. Deshalb müssen wir die Außenrotatoren auch trainieren. Das Ganze kann man ganz gut mit einem Theraband machen, geht aber genauso gut an einem Zugapparat, in der Physiotherapie, im Fitnessstudio. Und ich zeige dir einmal, wie das geht und auf was du achten solltest. Wir haben jetzt einmal die betroffene Seite, die rechte Seite macht Probleme. Wir nehmen den Arm, legen den Arm am Oberkörper an. Ganz wichtig, ich kann es auch hier eine Zeitung oder irgendwas, ein Handtuch dazwischen spannen. Der Arm muss am Körper angelegt sein.
Dann nimmst du ein Ende vom Theraband und nimmst das andere Ende auch in die Hand. Optimalerweise wäre es, wenn du das Theraband irgendwo befestigst an einer Heizung, irgendwo wo es fest ist, sodass du dich nur auf die Bewegung konzentrieren kannst, auf die Kräftigungsübung konzentrieren kannst. Wir fangen hier an mit einer leichten Vorspannung und ziehen dann das Theraband hier schön nach außen. Also machen eine Außenrotation im Schultergelenk. Das Ganze sollte schon anstrengend sein. Und machen das Ganze dann 10 bis 15 Mal. Und du solltest auch wirklich spüren, dass es ermüdend ist. Es sollte anstrengend sein für deine Schultermuskulatur. Machst das Ganze, wie gesagt, 10 bis 15 Mal und 3 Sätze. Und das am besten jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Das ist die erste Ausgangsstellung. Die zweite Ausgangsstellung wäre, du nimmst deinen Arm 90 Grad in Abduktion, in die Position, befestigst das Theraband irgendwo am Boden oder an der Heizung wieder, am Stuhl, je nachdem. Ich mache das jetzt einfach mal so und drehst dann hier deinen Arm schön nach oben. Wir haben jetzt in einer anderen Ausgangsstellung die Muskulatur der Rotatorenmanschette, die wir hier schön trainieren. Das Ganze auch wieder 3x 15 Wiederholungen und dann jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Wir kommen jetzt zum dritten Punkt, zur Dehnung der Schultermuskulatur oder der umliegenden Schultermuskeln. Dadurch, dass die Schulter oft protrahiert ist, was ich vorhin schon angesprochen habe, ist die vordere Muskulatur ziemlich verspannt. Deshalb müssen wir den Arm nach hinten nehmen, um die Brustmuskulatur zu dehnen. Hier kannst du als Widerlager einen Türrahmen nehmen, eine Wand nehmen, eine Laterne nehmen, was du möchtest. Drückst dagegen und bringst deine Brustmuskulatur hier schön in Dehnung. Hältst das Ganze 30 bis 60 Sekunden. Machst dann 3 Durchgänge. Und machst das auch dann gegebenenfalls sogar 2x am Tag. Oder jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Genau. So, das waren jetzt 3 bis 4 Übungen, mit denen du unspezifische Schulterschmerzen behandeln kannst. Wie gesagt, unspezifisch bedeutet, es lag kein Unfall vor, du hast dich nicht irgendwo verletzt, sondern du bist einfach morgens aufgestanden oder hast über den Tag gemerkt, dass dir die Schulter wehtut. Manchmal kann es auch sein, dass du deine Schulter einfach überlastet hast und die einfach ein paar Tage Ruhe braucht und die Schmerzen von alleine wieder weggehen. Falls die Schmerzen länger anhalten sollten, dann würde ich dir empfehlen, wirklich einen Physiotherapeuten oder einen Arzt aufzusuchen. Die können dir dann meistens dann auch schon helfen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und falls du noch Fragen haben solltest, dann schreib diese doch in unsere Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.